Binäre Zahlen kennen wir bereits. Dezimale Zahlen kannten wir auch davor. Jetzt stellt sich die Frage, können wir eine bestimmte Regelmäßigkeit darin entdecken? Können wir auch mit anderen Worten auch andere Systeme mit anderen Anzahl von Ziffern, von Repräsentationsmöglichkeiten aufstellen? Oder sind diese Dezimale oder das dezimale System und das binäre System sind vielleicht etwas ganz Besonderes und nur mit den zwei können wir eigentlich arbeiten? Ich kann von weg sofort sagen, es gibt andere Möglichkeiten und die werden wir jetzt auch erforschen. Um zu verstehen erstmal, wie so ein System zu einer bestimmten Basis funktioniert, die Basis 10 oder die Basis 2, habe ich hier ein Beispiel vorbereitet. Wir werden uns hier einige Beispiele in Dezimal und Binär aufschreiben, um zu erkennen und zu erforschen, ob es irgendwelche Regelmäßigkeiten oder die gleiche Art und Weise benutzt wird, um dieses System eigentlich aufzustellen. Machen wir erstmal im Dezimal die ganz normale 0. Wenn ich drei Stellen hätte, dann wäre das, ob es drei Nullen schreibe oder eine, das ist, glaube ich, egal. Ich könnte aber eben auch eine 100 schreiben, ich könnte eine 109 schreiben, ich könnte auch 973 schreiben und ich könnte, die größte Zahl, die ich damit repräsentieren könnte, wäre die Zahl 999. In Binär, die kleinste Zahl wäre wieder eine 0, die sieht ja auch genauso aus. Eine 100 wissen wir bereits, das wäre keine 100 im Dezimalsystem, sondern das ist eine 4. Und machen wir doch ein paar andere Beispiele, was wir machen könnten. Und die größte Zahl ist eben eine 7, die ich mit drei Stellen repräsentieren kann. Das wäre die Zahl 111. Was beobachten wir jetzt hier Interessantes? Nehmen wir an, wir wollen diese Zahl hier letztendlich ausrechnen. Wir wissen zwar, dass es eine 109 ist, aber stellen wir uns vor, wir wüssten es nicht. Steht eine 1, 0 und 9. Ich müsste diese 9, die ist ja an der ersten Stelle, das nennen wir auch so. Und wir wissen, dass egal was an dieser ersten Stelle hier steht, das wäre die erste, die zweite und die dritte Stelle. Und wir wissen, dass egal was hier steht, nehmen wir es genau so rein, wie es eigentlich dort steht. Sozusagen eine 9 oder die 3 oder die 9 oder die 0. Das heißt, wir repräsentieren das mit einer x1 und wir sind damit erstmal zufrieden. Was machen wir jetzt mit der Ziffer, die an der zweiten Stelle ist? Diese Ziffer müssen wir mit einer 10 multiplizieren. Wenn deine 0 steht, würde zwar eine 0 rauskommen, aber zum Beispiel hier würde eben 70 rauskommen. Das heißt, ich kann jetzt diese x2, also egal welche Ziffer an der zweiten Stelle steht, müsste ich jetzt mit einer 10 multiplizieren und plus x1 nehmen, damit ich diese zwei Stellen erstmal seine Zahl repräsentieren kann oder ausrechnen kann. Was machen wir mit der dritten Stelle? Egal was da drin steht, müsste ich zum Beispiel die x3, also 1, hier haben wir 0, 1 und 9, kann man natürlich auch eine 5 oder eine 7 haben, die müsste ich jetzt mit einer 100 multiplizieren. So, was ist hier rausgekommen? x3 mal 100 plus x2 mal 10 plus x1. 10 und 100 sind Potenzen, 100 ist eine Potenz von 0, von 10. Das heißt, ich könnte jetzt diese 0 hier wegnehmen und sagen, das ist einfach eine 10 hoch 2. 10 ist das gleiche wie eine 10 hoch 1. Und hier müssen wir, es ist eigentlich die 1 da, um das gleichmäßig zu machen, um diese einzelnen Termine gleich zu machen. Da müsste ich hier 10 hoch 0 schreiben und dann ist alles wieder genauso wie vorher. Das wäre die Repräsentation meiner dezimalen Zahl d. Und jetzt habe ich sie unabhängig von der Basis selbst gemacht. Ich kann mir nur die Ziffern hier angucken, die da drin stehen. Ich weiß, welche Basis ich benutzt habe und so kann ich sie auch ausrechnen. Was machen wir jetzt mit den binären Zahlen? Schauen wir uns doch mal diese Zahl hier an. 1, 0, 1. Hier ist es sogar ein bisschen einfacher, diese Gleichungen zu verstehen, weil wir nicht so die Intuition haben, welche Zahl das eigentlich ist. Probieren wir es doch mal aus, nach dem gleichen Prinzip es zu machen. Das wäre die erste Stelle, das wäre die zweite Stelle, das wäre die dritte Stelle.
Die erste Stelle, unsere Basis ist diesmal eine 2. Wo war die 10 davor in dieser Gleichung? Die war hier. Die müssen wir jetzt mit einer 2 austauschen. Das heißt, ich werde die x1, egal welche Ziffer in der ersten Stelle steht, müsste ich mit einer 2 hoch 0 multiplizieren. Die x2 werde ich nach dem gleichen Prinzip mit einer 2 hoch 1 multiplizieren und die x3 werde ich mit einer 2 hoch 2 multiplizieren. Das wäre meine Zahl im Binärsystem. Probieren wir es doch mal aus. Hier diese Zahl ist eine, die x1 ist eine 1, 1 mal 2 hoch 0. Diese ist 0, 0 mal 2 hoch 1. Und das hier ist eine 1 mal 2 hoch 2. 2 hoch 2 mal 1 ist eine 4. Das ist eine 0. Das hier, das letzte, ist eine 1. Haben wir die 5. Das ist tatsächlich die Zahl 5. Und so kann man jede mögliche Zahl in jeder möglichen Basis repräsentieren. Wir können es auch mit einer 3 machen, zur Basis 3. Wir können es zur Basis 5 machen. Wir können es auch zu einer größeren Basis machen als eine 10. Wir könnten sogar eine 100 oder eine Million nehmen. Ob es natürlich Sinn macht, ist eine andere Frage.